Hallo, ich bin Janus und willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit euch darüber unterhalten, welches wichtige Tool du brauchst, wenn du Gerichte aus allen Herren Ländern kochen und zubereiten möchtest. Nein, es ist nicht ein spezieller Topf oder ein bestimmtes Küchenwerkzeug oder dergleichen. Und du wirst überrascht sein, wie bekannt es ist. Auch wirst du dich vielleicht wundern, dass ich es an den Anfang meines Videos stelle, aber schau einfach selbst. Also, obwohl es im englischsprachigen Raum mehr als bekannt ist, wirst du es hier in den heimischen Küchenschränken in Deutschland eher selten finden. Dabei hilft es wirklich ungemein und macht das Kochen an sich einfacher und gibt dir die Möglichkeit, ausländische Gerichte zu kochen. Ich werde euch alles erklären, keine Sorge. Und es ist auch nicht sehr kompliziert. Im Gegenteil, ihr werdet verblüfft sein, welches simples Tool ich meine. Und ich werde euch zeigen, wo ihr es herbekommt. Also, lasst mich euch das englische Messtassenset vorstellen. Du hast richtig gehört. Das nahezu entscheidende Tool, um auch ausländische Gerichte aus aller Welt simpler kochen zu können, ist nichts anderes als ein englisches Messtassenset. Die meisten Rezepte aus Asien, Amerika, Großbritannien und Lateinamerika verwenden, was Cup genannt wird. Cup ist Tasse auf Deutsch und so nenne ich es hier. Eine Tasse ist im englischen System eine Standardmaßeinheit ist. Eine Tasse misst das Volumen oder den Raum, den ein Objekt einnimmt. Wenn es ums Kochen geht, ist die Tasse nützlich, da diese euch eine visuelle Vorstellung der Zutatenmengen gibt, die ein Gericht benötigt. Dies macht es einfacher, sich an ein Rezept zu erinnern. Das Beste an der Tasse ist jedoch, dass ihr mit derselben Maßeinheit sowohl feste als auch flüssige Zutaten messen könnt. Ihr könnt diese auch verwenden, um Zutaten mit unterschiedlichen Konsistenzen zu messen. Das heißt, eine Tasse Reis ist dasselbe wie eine Tasse Wasser, eine Tasse Mehl ist dasselbe wie eine Tasse Bohnen und eine Tasse Brühe ist dasselbe wie eine Tasse Sahne. Dies erspart euch viel Zeit beim Abmessen von Zutaten zum Kochen. Natürlich ist es einfach, Umrechnungstabellen nachzuschlagen, die manchmal Hinweise darauf geben, wie verschiedene Arten von Zutaten nach Gewicht und Volumen gemessen werden. Umrechnungstabellen sind jedoch nicht immer einfach zu verwenden. Ihr müsst wissen, unter welcher Kategorie eine bestimmte Zutat fällt, um sie richtig zu messen. Das kann schwierig sein, wenn ihr exotische Zutaten verwendet. Messt ihr zum Beispiel Linsen wie Reis oder sollten sie wie gehackte Nüsse gemessen werden? Nachdem ich die Vorteile der englischen Messtassen erklärt habe, woher bekommt ihr solch ein Set? Ihr könnt es bei eBay oder Amazon kaufen oder selbst machen. Jetzt zeige ich euch, wie das geht. Um ein englisches Messtassenset herzustellen, benötigt ihr folgende Materialien. Als erstes nimmt man einen durchsichtigen Behälter aus Glas oder Kunststoff mit breiter Öffnung und möglichst geraden Seiten. Also verwendet keine bauchigen Gefäße, da dies die Verwendung der Messtassen mit Pudern und klebrigen Flüssigkeiten erschwert. Das Glas sollte groß genug sein, um mindestens 300 ml Flüssigkeit zu fassen und eher hoch als breit. Ihr benötigt außerdem einen Permanentmarker, etwas Wasser, eine Küchenwaage und einen Herd. Zum Schluss braucht ihr noch eine Umrechnungstabelle, die ich euch in diesem Video zeige. Beginnen wir mit einer Tasse. Gemäß der Tabelle entspricht eine Tasse Wasser 240 ml. Also wiegt mit der Küchenwaage 240 ml Wasser in eurem Behälter ab. Vergesst nicht, das Gewicht des Behälters nach dem Wiegen zurückzurechnen. Wenn ihr euch fragt, warum ich eine Küchenwaage zum Messen einer Flüssigkeit verwende, liegt dies daran, dass 1 ml Wasser 1 Gramm wiegt. Dies gilt jedoch nur für Wasser.
Ihr solltet daher nur Wasser verwenden, wenn ihr eure eigene Messtasse herstellt. Nachdem ihr das Wasser abgemessen habt, nehmt den Behälter von der Waage und stellt ihn auf eine ebene Fläche. Wartet, bis sich das Wasser im Behälter beruhigt hat. Wenn es endlich sich nicht mehr bewegt, zeichnet die Linie des Wassers sorgfältig mit dem Marker auf dem Behälter nach. Es ist am besten, die Linie rund um den Behälter zu zeichnen. Wenn ihr damit fertig seid, beschriftet die Zeile mit einer Tasse. Wiederholt den Vorgang für 2/3 Tasse, halbe Tasse, 1/3 Tasse und 1/4 Tasse. Um die Markierungen dauerhaft auf das Glas zu setzen, stellt dem Glas in einen kalten Ofen und heizt es dann auf 200 Grad auf. Lasst das Glas 30 Minuten backen. Schaltet den Ofen dann aus und lasst das Glas vollständig im Backofen abkühlen. Und da habt ihr es, eure eigene englische Messtasse. Jetzt könnt ihr Gerichte aus der ganzen Welt in euer Kochrepertoire aufnehmen. Und das ist mein Video für heute. Ich hoffe, ihr fandet es hilfreich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.